Ich schau mal, ob ich jetzt hier was machen kann. Alter. Hohoho. Es geht wirklich ins Wasser. Wir spielen jetzt ein bisschen Soma. Wow. Das ist schon ziemlich cool. Ich guck mal, wie weit ich gehen kann. Okay, aber hier ist dann wahrscheinlich Schluss. Und okay. Kann ich denn hier auch Sketches machen? Kann ich mein Notizbuch? Ich meine, im Wasser. Ja, kann ich. Okay. Das ist ein bisschen unrealistisch. Das ist ein klitzekleines. Boah, man kann es fast nicht lesen. Alter. 4 ID 9. Oder 1 D 9. Ich mach das lieber nochmal. Dass ich dann da nicht. Uah, okay, das war jetzt eins zu viel. Eins kann ich wieder wegtun. So. Na gut. Funktioniert das jetzt? Aber da ist irgendwas kaputt. Das da ist kaputt. Müsste ich irgendwie das umgehen? Na gut, aber ich muss noch mehr solche Dinger finden. Ich weiß nicht, wie viele waren das? Brauche ich 4 oder 5? Hier ist auf jeden Fall 1. Ich glaube, es waren 5, oder? Aber hier ist wieder einfach dieses 1. Hm. Da komme ich noch nicht so mit. Da ist 3. Okay, ich versuche mal hier die ganzen einzuschalten, aber ach doch, jetzt habe ich 2. Jetzt habe ich 2 Lämpchen an. Okay, dann brauche ich noch einen dritten Schalter. Und wir haben hier whoop. Ah, und das ist jetzt 2 F1. Das ist römisch, also habe ich irgendwie römisch 1 und römisch 2. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, was da wo ist. Okay, ah ja, da hinten. Da kam ich ja her. Gut, gut, gut. Und hier geht's noch weiter. Nee, wo geht's hin? Nee, da hinten geht's nicht mehr hoch. Da komme ich nicht hoch. Okay, aber ich brauche noch irgendwo einen Schalter. Da ist ein Gitter, da komme ich nicht weiter. Wo geht's denn da hin? Achso, da geht's dann da oben hin. Und die Dinger hatte ich ja aktiviert. Ja, es hängt alles mit allem zusammen. Sprinten kann ich nicht. Hier ist noch 1. Okay. Und hier ist ein Hebel. Aber brauche ich denn jetzt noch. Ach, ich habe hier. Ich habe hier auch so eine Art Flashlight. Das leuchtet so. Okay. Ich versuche mich nochmal genau umzugucken. Nicht, dass ich hier doch noch irgendwo was übersehe. Sonst muss ich noch mal raus. Also sind hier alle 3 an. Aber das reicht doch noch nicht, oder? Die Leiter ist hier kaputt.
Muss ich da, innen muss ich dann wahrscheinlich auch noch die Hebel umlegen, aber das hier ist doch nicht verbunden. Habe ich irgendwas im Inventar? Hier habe ich noch so einen komischen Schlüssel. Puh. Vielleicht muss ich nochmal raus. Vielleicht muss ich nochmal raus. Ich gehe jetzt nochmal rein. So. Aber ich schätze mal, das ist jetzt kein Problem, da immer wieder rein und raus zu gehen. Wir brauchen da bestimmt noch ein Utensil. Okay. Könnte ich jetzt das so machen? Nö. Ja, es sind 5 Zahlen. Ich wusste es doch. Ich wusste es einfach mal. Oder haben wir die 5. vielleicht hier noch irgendwo? Ach, hier ist ja auch noch was. Okay, das ist römisch 1. Okay, dann haben wir die beiden Tafeln. Aber wir haben die 5. Zahl nicht. Wir haben die 5. Zahl nicht. Also wir haben 1, 2, 3, 4. Das da war ja auch 4. Das kann ich mal wegtun. Na gut, dann mache ich mal, was wir haben schon mal. Also wir haben 1, H3. H3 ist die 0. Und ich hoffe, das geht von oben nach unten. Also brauchen wir eine 0. Dann brauchen wir 2 C8. C8 ist 8. Jo. C8 ist 8. Naja, das dauert wieder eine ganze Weile, bis ich das alles eingegeben habe. So, 3 ist 2 F1. F1 ist 3. Stimmt, die letzte Zahl, die kann ich ja dann einfach ausprobieren. Die brauche ich ja dann gar nicht. Da kann ich ja wirklich mal 10-mal ausprobieren. Also das wäre jetzt nicht so das Drama. 1D9. D9 ist die 5. Okay. Die 5 passt. So. Na, dann probiere ich die jetzt halt alle mal aus. Da muss ich da irgendwo auf einen Knopf drücken? Nö. Okay. 3 war die richtige Lösung und wir haben das Teil. Wir haben das Teil, aber habe ich das jetzt aktiviert? Wow, das kann auch in die andere Richtung. Okay, aber ich kann es auch wieder. Ich kann es auch wieder so machen. Das verstehe ich noch nicht. Was diese Hebel da bedeuten. Na, vielleicht gibt es da auch noch einen Code. Und vielleicht müssen wir nochmal raus und das Ding da reparieren. Aber eigentlich könnten wir jetzt dann hier abhauen. Erstmal. Na, wir haben das zweite Teil und dann müssten wir eigentlich
Was ist das denn hier, dieser Schlüssel? Da komme ich noch nicht so mit. Nee, da komme ich einfach nur da raus. Hier noch irgendwo ein Hinweis. Hier hat er nur so seine... Keine Ahnung, was das hier ist. Für ein poröses Gestein oder so. Na gut, ich gehe mal wieder zurück. Jetzt ist natürlich die Frage, ob sich das alles wieder zurücksetzt. Oder ob das gespeichert bleibt. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da nochmal hin muss. Weil das mit den Hebeln, das habe ich halt noch nicht so verstanden. Ist auch die Frage, nehme ich den Grünen mit oder nicht? Ich nehme ihn mal lieber mit. Ich nehme alles mit. Was ich vielleicht woanders auch noch gebrauchen könnte. Und dann... ja. Und oder setze ich das hier auch wieder zurück? Na, ich... Nein, nicht. Er macht's natürlich. Also ich muss hier runterspringen. Tu mir auch nicht weh dabei. Okay. So, hier ist alles beim Alten. Und dann hauen wir das Ding hier rein. Und der rechte Korridor öffnet sich. Hat er jetzt gespeichert? Hat er jetzt gespeichert? Ich hab's nicht gesehen. Okay, aber wir kommen hier innen auch nicht durch. I wouldn't try jumping if I were you. He couldn't control everything after all. I remember when this bridge collapsed, not long before you came. It's a relief to see how time and nature together could outplay even him. How an unforeseen accident can ruin a life's work. I can't deny that his failure brings me joy. Unfortunately, I still need you to stay on his path. I think I may be able to guide you through, but first, I need to show you something. Now, follow me. You will not fall. Okay. Okay. Alter. Don't look down. Okay. Just follow me. Ich würde gerne runterschauen. Trust me. Ja. Mir bleibt da nichts anderes übrig. No need to hurry. Ja, rennen werde ich nicht. You must trust me. Ja, ist gut. Warum ist die Brücke da eingestürzt? War sie das? Hat sie das mit Absicht gemacht? Oder war das wirklich etwas, was der Professor halt einfach nicht eingeplant hatte? This path leads to our sanctuary. He removed the crystals to darken these tunnels. Let's have some light. I suppose he wanted to hide this place from you. It's not far from here. Krasse Sache. Na dann, zeig mir mal euer Heiligtum. Okay, das ist jetzt doch mal ein Twist. Weil bislang haben wir immer nur die Rätsel vom Professor gelöst. Und jetzt müssen wir ihr folgen. Aber vielleicht ist das auch nicht so gut. Hier ist wieder dieses Symbol. Ja, das ist wirklich etwas von den Dalmarians, glaube ich. Diese Symbole und diese Türen, diese alten Gebäude.
Das haben die Dalmarians gebaut. Okay. I brought him here once too. Surprisingly, it is one of the only places he didn't ruin since then. But I doubt he kept it intact simply out of respect. Hm. Und hier gibt's auch keinen Brief. Okay. Hätte ich das lieber da stehen lassen sollen? Na gut, sie protestiert nicht. Sie protestiert nicht. This is the place we once called the Great Hall of the Amajat. The Shrine of the Seekers. You must look around and bind some blue crystal powder to cast into the fire. Okay. Bleibst du noch da oder haust jetzt einfach ab? Ich folge ihr mal. Sie hat ja gesagt, ich soll ihr folgen. Sie bleibt jetzt da. Okay. Have you found any blue crystal powder yet? Ich habe blaue Kristalle. Aber vielleicht muss ich die erst noch pulverisieren mit einem riesen Mörser oder so. We need blue crystal powder. Oh nee, die sagt das jetzt die ganze Zeit, oder? Okay. Ich glaube, so gehört das nicht, aber vielleicht. Kann ich das dahin tun? Nee. Wie kriege ich die Kristalle da raus? Ich gehe mal. Upp. Ich gehe mal. Nee, da komme ich ja nicht durch. Da fehlt mir ein Schlüssel. Okay. Na gut. Das ist jetzt hier wieder was Langwierigeres. Aber das ist auch so typisch für dieses Spiel, ne? Man hat zwei Tore. Man öffnet das linke Tor, holt da einen Teil raus und dann denkt man, so, jetzt öffne ich das rechte Tor und mach da irgendwas. Nö, denkst du. Dann geht's erstmal in den komplett anderen Bereich und man muss komplett andere Dinge tun. Ja, diese Gefäße sind auch von den Dalmarians. Da bin ich mir einigermaßen sicher. Da unten ist. Sieht irgendwie krass aus. Gut, ich schau mal. Ob ich da oben irgendwas machen kann. Oder noch was finde. Runter kann ich auf jeden Fall nicht gehen. Alter. Da ist der Schlüssel, okay. Das kann ich aber nicht drehen. Ah, und da muss dann das. Irgendwas muss da drauf. Das nicht. Na gut. Dann gucke ich mal in den Bereich, wo das Schlüsselloch ist. Ich schätze mal, ich muss jetzt diese Kristalle irgendwie zermahlen. In dieser Apparatur da. So. Es ist halt alles schon so ein bisschen kaputt. Hallo. Ach, wie hieß er nochmal? Gamana oder so? Hm. Merkwürdiges Wesen.